Friede sei mit euch und Friede sei in euch an diesem wunderschönen Tag. Heute ist der 30. Tag des 9. Monats 2021 gemäß des verfälschten gregorianischen Kalenders. Der heutige Tag ist der Tag, wo wieder ein Puzzleteil, sagen wir mal, geteilt wird. Dieses Puzzleteil ist heute die Begrifflichkeit des Wortes Wahrheit. Generationen von Weisen haben darüber gestritten, was Wahrheit nun wirklich ist. Dabei wurde uns überliefert, was Wahrheit ist. Nur es wird leider nicht mehr den Menschenkindern mitgeteilt, auf dass sie keine Rückschlüsse ziehen können, woher sie stammen und wohin sie gehen werden. Nehmt bitte dieses Wort Wahrheit jetzt in der Definition für euch selbst im Einklang mit eurem Wissen auf. Hier ist die Definition eines Nazireers für das Wort Wahrheit. Zitat: Wahrheit ist alles, was auch im Himmel Bestand hat. Punkt. Nun, darüber lässt sich nicht mehr streiten, denn all das, was wir hier auf Erden tun, möge in Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und im wahrsten Sinne des Wortes in Liebe geschehen. Denn Liebe ist Teil der Wahrheit und Liebe ist der größte Bestandteil unseres Seins. Denn ohne Liebe gibt es keine Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit ist das, was wir üben sollen, während wir auf Erden wandeln. Und nun, ihr Lieben, bedenket stets immer, Wahrheit ist das, was auch im Himmel Bestand hat. Wandelt ihr in der Wahrheit und in der Liebe und in der Gerechtigkeit, so sind die meisten Gesetzmäßigkeiten erfüllt. Darum vergesset diese Definition nicht. Sie kann euer Leben retten. Sie muss es nicht, aber sie kann. Denn wenn ihr die Liebe zur Wahrheit pflegt, so werdet ihr den Namen des Schöpfers, des Himmels und der Erden in Wahrheit anrufen. Yahuwah, Yahuwah. Und dieses ist nun mein Bekenntnis zur Wahrheit. Halleluja, Eshat. Halleluja, Eshat. Halleluja, Eshat. Yahuwah ist einer, er war einer und wird immer einer sein. Unser Schöpfer, unser Lebensgeber. Gelobet und gepreiset sei er von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sei es. Bis zum nächsten Mal. Shalom.